So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben mal wieder Post bekommen. Der Ramses muss wirklich aufpassen, was er sagt und was er äußert, denn es gibt Leute unter euch da draußen, die nehmen jedes Wort auf die Goldwaage. Wenn du da einmal nur sagst, hui, dann kommt gleich ein Paket reingeflattert, so auch dieses Mal. Adi, mit deinem Arsch, Arschi. Adi, gehst du bitte in dein Waschbecken, ja? Gehst du bitte in dein Waschbecken, Adi, ins Waschbecken? Hüpf! Hüpf, Gudrun, hüpf! Ja, los! Was ist denn? Steh doch da nicht so rum, hüpf doch! Super, Adi! Richtig genial! Du bist mein kleiner Wurst. So, stell dich jetzt mal wieder hin. Mal wieder hier hin. Jetzt. Um was geht es nämlich? Ihr kennt allen Hannes, ne? Der Hannes, der kann es. Der Hannes, der ist so übertrieben heftig unterwegs. Ich habe ihm letztens durch Zufall habe ich was gefunden. Dann habe ich ihm da mal einen Link geschickt und habe mal gesagt, guck mal, wusstest du schon, dass es sowas gibt? Oder hast du das schon mal gesehen? Und was macht der Hannes? Der bestellt das einfach und lässt es an mich liefern. Also, was ist? Da kann man auch mal Danke sagen, oder? Ja, der bestellt das einfach und lässt das an mich liefern. Und das sieht nicht glücklich aus. Vielleicht sollte ich aufhören, dich anzufassen. Der lässt das an mich liefern. Das kam jetzt an. Und guckt euch das mal an. Das ist ein Paket, ja? Seht ihr das Paket? Das ist mein Adi betröppeln. Das hat so. Dann hat das hier so. Hier hat das nochmal so. Ich glaube, sinnvoll ist auch, wenn man das hier einfach mit einem Messer einmal schneidet, weil das ist wie eine Tasche. Das fühlt sich an wie eine Tasche. Ja, und hier ist auch nochmal so. So ist, wenn ihr das von vorne betrachten wollt, seht ihr hier, das ist das Paket, ne? Ist halt nur dünn. Aber weil es wie eine Tasche ist, wo man hier oben reingreifen kann, drücken wir jetzt mal. Ne, nicht drücken. Wir schneiden jetzt mal hier rein. Wir nehmen uns mal ein Messer. Jetzt sind wir mal ganz vorsichtig. Ich weiß nämlich nicht, wie und wo und was. Ich muss mich hier mal durcharbeiten. Adi, tu mal deinen Fuß weg. Nicht, dass der Fuß dann ab ist. Wir arbeiten uns hier ganz sanft durch und gucken, was wir hier drin haben. Oh mein Gott. Was ist da denn los? Perfekt. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie rauskriegen. Und dann können wir euch zeigen, was in diesem riesen Paket ist. Es ist nochmal eingeschweißt, ja. Wir ziehen es jetzt hier raus. Zack. Wir stellen es jetzt mal hier runter. Den Karton. Was ist denn? Willst du hier rein? Spring! Los, spring doch! Ja, den Karton legen wir jetzt erstmal zur Seite. Den packen wir jetzt mal hier hin. Da ist der Adi nämlich verwirrt. Jetzt haben wir hier. Haltet euch fest. Wie macht man das? Ich habe keine Ahnung. Wer erkennt das? Wenn man das so zeigt, was ist das? Ja, ich zeige es euch nochmal so. Das sind Arme, das sind Beine. Alter! Adi ist einfach bei Jackass angestellt. Der ist jetzt einfach auf den Karton gesprungen, obwohl der Karton ja eigentlich nur halb in der Luft gehangen hat. Er springt einfach da drauf, überschlägt sich, zwirbelt rum und jetzt sitzt er einfach unten auf dem Karton, der auf dem Boden liegt. Das ist eine gute Sache. Lass mal den Adi mal Adi sein. Wir müssen das jetzt hier noch weiter aufmachen. Hier steht nämlich schon mal ein, boah, guckt euch das an, Life-Size Stand-Up Cardboard-People Braun Strowman USA Made und hier auch nochmal WWE Braun. Braun. Brauner Strohrum, wer kennt das? Sogar der Bart, der sieht so lebensecht aus, da müsst ihr einfach dran fassen. Jetzt muss ich mal gucken, hier gibt es trotzdem eine Lasche zum Öffnen. Nein, wo war das denn? Da war doch gerade was sozusagen zugeklebt. Ach genau, hier oben. Das ist hier zum Öffnen, das kann man hier so aufmachen, wenn man das hier wegnimmt. Zack, und wieder drauf gehüpft. Wir haben hier die Tasche zum Öffnen. Stück für Stück für Stück. Ich weiß nicht, wo ich das hinstellen soll. Ich weiß nicht, ob das lange überlebt. Ich weiß nicht, was der Ali damit macht. Das ziehen wir jetzt also auch nochmal raus. So. Jetzt haben wir hier den braunen Strohrum, aber
Digga, was geht ab? Wir packen den so, wir packen den hier, wir packen den da. Ich hab keine Ahnung. Ah, der Brown macht einfach alles kaputt. Kann man das nicht dran lassen oder was? Das sah doch gut aus, wenn das da dran ist. Und zusätzlich, bestell den mal dahin und klappen den mal auf. Noch zusätzlich, jetzt habt ihr hier da hinten, da steht einfach der Browns Traumann rum und will irgendwas machen. Ja, der wirft hier einfach alles um. Richtig heftig. So, ungefähr so. So sieht das gut aus. Wie bei Kevin allein zu Hause. Jetzt seht ihr da einfach, da steht einfach der Braun Strowman. Guckt den euch an, wie der hier steht. Ich und Braun Strowman. Ihr seht, wir sind auch ungefähr gleich groß. Ne? Er ist hier, ich bin da. Wenn ihr auch Fotos machen wollt, nehmt es mal mit. Aber guckt euch den Typ an. Ah. Ah. So groß steht er jetzt hier einfach im Bad. Ne? Hände zusammen, hier die mächtigen, brutalen Arme. Das sieht auf jeden Fall brutal und realistisch aus. Hier die Hose, hier die Beine, hier die Füße. Ist das nicht genial? Jetzt steht er da am Waschbecken und man fühlt sich schon ziemlich erniedrigt hier, wenn man hier unten sitzt und sagt, hallo, Adi, was sagst du dazu? Findest du das interessant? Willst du da mal hochhüpfen? Nee, du machst wieder alles kaputt. Jetzt weiß ich trotzdem nicht. Das ist im Prinzip trotzdem zum Raustrennen, hoffe ich. Ne? Nicht, dass er jetzt einfach seine ganze Hülle außenrum verloren hat, obwohl du das eigentlich dran lassen kannst. Das sieht ja halt komisch aus. Das ist hier so eingeknickt. Man kann es so rummachen, das knickt sich darum, dass dort. So, perfekt. So muss es aussehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein Braun Strowman für zu Hause. Den werde ich mir vielleicht jetzt bei zukünftigen Livestreams irgendwo in den Hintergrund stellen. Ich muss nochmal genau schauen, wie man den aufstellt, wo wir den hinstellen. Ich kann ja mal ins Nebenzimmer wechseln, den dann hinstellen und dann gucken, wie es aussieht. Wenn der wirklich von alleine irgendwo steht, ohne dass er angelehnt ist oder irgendwas. Schauen wir uns gleich mal an. Melden wir uns gleich nochmal zurück. Was denn? Mein Bauch ist hier. Mein Bauch ist hier. Ja, ist ja klar. Was? Er hat ja auch größere Beine. Ja, der hat längere Beine, das stimmt. Da steht er auf jeden Fall jetzt. Ich habe den mal kurz hier in die Ecke gestellt. Der Braun, ja, mit seinen Schuhen. Schuhe aus! Hier ist Teppich. Obwohl, da sieht es eher aus, als hätte jemand hingekotzt. Also ist egal. Das also, der Braun Strowman in der Wohnung. In voller Größe. Guckt euch den an. Habt ihr auch einen WWE-Aufsteller? Schreibt es mal in die Kommentare. Und hier liegt noch seine Hülle. Das ist sein Pub, wo der so drin war. Und da kann man sich... Toll. Soll ich sagen, da kann man sich auch reinlegen. Adi, nicht! Adi, nein! Da wollte ich mich nämlich jetzt eigentlich reinlegen, aber der Adi ist gerade beschäftigt. Da kann man sich also reinlegen. Moment, versuchen das mal. Adi, ich will mich nicht auf dich drauflegen. Ah Mann, jetzt legt er sich ein Stück weiter weg. Genau, da kann man sich theoretisch so reinlegen. Wo ist denn der Kopf? Da ist der Kopf und dann könnt ihr so, ne? Dann macht ihr das so und dann kann der andere euch einpacken und wegschicken. Also, wer so einen Ramses-Pappaufsteller haben möchte, schreibt es mal in die Kommentare. Dann schickt man uns weg und dann ist gut. Wenn ich so liege, da gehen meine Füße aber trotzdem eigentlich bis ans Ende. Sprich, ich bin genauso groß wie Braun Strowman. Wer hätte das gedacht? So, Adi, willst du noch was sagen? Nicht? Der Adi versteckt sich in einem Karton. Okay, der Adi schmeißt den Karton gleich auf mich drauf. Das war's auf jeden Fall von meiner Seite aus. Grüße gehen raus an Hannes. Dankeschön an Hannes. Ich muss wirklich mal schauen, wo ich den hinstelle. Wir haben ja den Kane-Aufsteller da hinten in der Ecke, ob der Braun da noch hinpasst oder ob die sich dann in die Quere kommen. Ich werde mir einen schönen Platz suchen, da werdet ihr den bestimmt in den Livestreams demnächst erblicken können. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.